Weiter geht es mit einer weiteren Folge Ships at Sea. Wir werden heute nochmal raus aufs offene Meer fahren und ein bisschen fischen. Genau, so ist der aktuelle Plan. Wir sind ja momentan dabei, ein bisschen Geld zusammenzusparen, weil wir wollen uns ja das größte Serviceboot kaufen. Das kostet so um die 7 Millionen, 4,5 Millionen haben wir jetzt schon. Und ich denke mal, wenn wir jetzt nochmal rausfahren, fischen, kriegen wir nochmal einen ordentlichen Batzen Geld, wenn es gut läuft. Und dann können wir uns sehr wahrscheinlich in der nächsten Folge das Serviceboot leisten. Ich habe ja in der letzten Folge noch überlegt, ob ich euch nochmal mitnehme auf diese Reise oder ob ich das dann einfach außerhalb von der Aufnahme mal mache, damit wir dann direkt mit dem Serviceboot hier loslegen können. Jetzt habe ich mir aber gedacht, wir wollen ja noch ein bisschen was von dem Spiel haben. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, es gab jetzt, während ich im Urlaub war, ein Update für dieses Spiel. Das heißt, die Unwetter sind jetzt mit dabei. Und die treten nicht ganz so häufig auf. Deswegen wäre es doch schön, wenn wir jetzt hier noch ein paar Mal rausfahren, damit wir dann vielleicht das Glück haben, demnächst ein Unwetter hier auch im Spiel zu sehen. Und ja, andererseits ist es doch, glaube ich, ganz spannend, wenn man hier nochmal schön rausfährt und ein bisschen fischen geht. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir sind soweit eigentlich startklar. Wir brauchen ja keinen Köder für das Netzfischen. Wir brauchen eigentlich nur Sprit im Tank. Ja, die passende Ausrüstung am Schiff. Das haben wir dran. Und dann können wir eigentlich loslegen, oder? Würde ich sagen, gehen wir gerade mal an Bord. Wir schauen gerade nochmal nach unseren Netzen. Die zwei Behälter sehen soweit voll aus. Also können wir, denke ich mal, losfahren. Wir können gerade nochmal gucken, wie viel Treibstoff wir noch im Tank haben. Aber ich denke mal, das wird auch noch in Ordnung sein. Können wir auch hier gerne auf die Anzeige drauf gucken. Da haben wir es. Fuel ist noch genug da. Schwankt ein bisschen wegen den Wellen, aber es ist auf jeden Fall noch genug hier drin. So, ich muss jetzt hier gerade erstmal nochmal schauen, wie hat es alles überhaupt funktioniert. Ja, ich habe jetzt um die 1,5 Wochen oder länger sogar, ein paar Tage mehr, also fast 2 Wochen, dieses Spiel hier nicht mehr gespielt. Und deswegen muss ich erstmal wieder so ein bisschen hereinkommen. Gut, ich würde sagen, Leinen los. Ich gebe mal ein bisschen Gas, lenkt mal leicht nach links. Ich möchte jetzt nicht zu weit nach links lenken, nicht, dass wir irgendwie hier gegen die Seitenwand dran donnern. Aber ich glaube, das sieht soweit ganz gut aus, jawohl. Und jetzt müssten wir auch normalerweise hier wenden können ohne Probleme. Jawohl, okay. Ja gut, dann fahren wir mal los. Ja, wie gesagt, ich habe mit meinem Urlaub quasi begonnen und dann kam schon die Meldung bei Steam, dass ein Update verfügbar ist für das Spiel und dann stand da tatsächlich drin, dass die Unwetter jetzt hier wieder mit am Start sind. Das heißt, wir können jetzt richtig heftigen Wellengang erleben. Ja, es kann wahrscheinlich auch schön blitzen, sah auf jeden Fall auf dem Bild so aus. Es kann also richtig ungemütlich werden und ich freue mich da richtig drauf, das irgendwie zu erleben. Ich bin da richtig gehypt, muss ich sagen. Das bringt hier, glaube ich, so ein bisschen Spannung mit rein und ich habe es ja sonst immer so gemacht, dass ich bei den langen Fahrten ja, immer quasi das einfach rausgekattet habe, beziehungsweise ich habe halt den Autopilot fahren lassen und bin dann irgendwann mal wieder dazugekommen und der ist halt dann einfach übers ruhige Meer geschippert quasi und hat mich zum Ziel gebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier mit Unwettern im Spiel noch so eine gute Idee ist, das einfach dann so unbeobachtet laufen zu lassen, das Spiel, bis man am Ziel ist. Ich weiß ja nicht genau, ob beim Unwetter auch irgendwas passieren kann. Ja, ich weiß nicht, ob wir da umkippen können, ob das Schiff irgendwie Probleme kriegt, Schaden nehmen kann und so weiter. Keine Ahnung. Und deswegen werde ich da jetzt erstmal aufmerksam dabei sein, bis wir den ersten richtigen Sturm erlebt haben, denke ich mal. Ich habe auch das Gefühl, dass die ein oder andere Anzeige ein bisschen besser sichtbar ist, oder? War das nicht vorher immer so ein dunkler Monitor, den wir nie richtig lesen konnten? Oder war das nur bei den anderen Schiffen so? Ah nee, das war bei denen hier, glaube ich. Genau, ja, das kann auch sein. Na gut, ich würde sagen, wir legen uns jetzt hier erstmal eine Route fest. Ich habe aber gerade wieder den Fehler begangen. Ich habe gelenkt und dann auf die Map geklickt und dann tut das Schiff immer den Lenkbefehl quasi weiter annehmen und dann dreht man hier schön Runden. So, jetzt fahren wir aber gerade und jetzt können wir uns hier mal mit der Routenplanung beschäftigen. Ich würde fast sagen, dass wir wieder dorthin fahren, wo wir auch die letzten Male waren. Hat einfach den Grund, dass dort ja für uns ziemlich gute Fische da unterwegs sind, die wir aktuell fangen dürfen, ja, wo wir keine Probleme bekommen. Jetzt geht es hier wieder los mit dieser Routenplanung. Wo können wir da durchfahren? Da dürfen wir durch. Okay, dann machen wir das so. Und zwar hier oben. Ja, ich habe kurz überlegt, ob wir auch hierhin mal fahren sollten. Problem ist halt nur, momentan hat Saison der Cod und der Pollack und beides findet man halt hier recht gut. Hier hat man das Problem, hier hat man Pollack, Catfish, Haddock, Halibut oder wie der ausgesprochen wird, keine Ahnung, der Heilbutt und
Da habe ich, glaube ich, recht wenig von den anderen Fischen. Und die anderen Fische sind schön groß, schön schwer. Ich glaube, da haben wir ein bisschen mehr von. Und zum Glück habe ich eben gerade mal geschaut, wo wir hinfahren. Weil sonst hätten wir jetzt beinahe hier diese schöne Stange erwischt. Das wäre ein bisschen ärgerlich geworden. Direkt hier am Folgenbeginn irgendwo dagegen gesemmelt. So, genau. Da ist unser Ziel. Ich setze einfach mal wieder das Fähnchen dahin. Und dann würde ich sagen, lassen wir den Autopilot einfach mal fahren. Ich denke mal, der wird gleich den Streckenbeginn erkennen. Genau, hat er anscheinend getan. Hat uns hier rüber gelenkt. Und ja, jetzt sind wir hier schön unterwegs. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man ja so ein bisschen ungemütlichere Wellen hier insgesamt hat, oder? Ja, wenn man bedenkt, normalerweise waren wir immer schön ruhig hier unterwegs. Jetzt sind hier doch ab und zu mal etwas größere Wellen dabei, wie jetzt zum Beispiel wieder. Ich glaube, da hat sich ein bisschen was getan. Ah, gut. Ich will gerade mal das ganze Gedöns außenrum ausblenden. Können wir ein bisschen mehr die Sicht genießen. Ich bin jetzt nur am Überlegen, habe mir auch schon vor der Folge so ein bisschen Gedanken gemacht, ob wir oder ob ich die Fahrt wieder überspringen soll, bis wir am Ziel sind, und sollte halt irgendwie eine Wetteränderung auftreten, dass ich euch dann wieder dazu schalte. Oder fahren wir einfach nochmal gemeinsam diese Strecke dorthin und schauen mal, ob sich sonst irgendwie was am Wellenverhalten geändert hat oder so. Ja, bin ich da ein bisschen am Überlegen. Momentan sind wir eh noch im Hafengebiet, also momentan ist es ja eh noch nicht so wild. Hier, das ist dann immer so ein bisschen die Durststrecke. Wobei man da halt sagen muss, ich weiß halt jetzt nicht, ob sich da wieder was ändert. Ja, wenn du ein bisschen aus dem Inselgebiet raus bist, dann sollte ja normalerweise der Wellengang noch schlimmer werden. Und ich finde, dafür, dass jetzt gerade eigentlich kein Unwetter ist, werden wir hier schon ordentlich durchgeschüttelt. Naja, auf jeden Fall wird es auch dann nochmal spannend, weil ich weiß nicht mehr, wie das mit den Netzen war. Man musste die, glaube ich, einfach nur hinten rausschmeißen und dann mit dem Kran hier irgendwie wieder aufnehmen oder so. Beziehungsweise mit diesem Gefährt hier, mit diesem Gerät. Aber ich denke mal, das kriegen wir irgendwie schon hin. Das kriegen wir irgendwie schon hin. Ja. Ich weiß nicht, ich bin jetzt auch überlegen, ob die Wellen wirklich ein bisschen gröber sind. Ich habe keine Ahnung. Na gut. Ja. Irgendwie, der Autopilot macht aber gerade Dinge, die er eigentlich nicht tun sollte, was mich gerade so ein bisschen verwundert. Ich lenke nochmal auf die Linie. Ist halt immer noch Early Access. Ja, muss man halt auch immer noch dazu sagen. Ich meine, ich habe es im Titel drin stehen. Sollte eigentlich selbstverständlich sein. Für alle, die nicht wissen, was Early Access hier bedeutet. Early Access bedeutet quasi, dass man schon während das Spiel entwickelt wird, das Spiel sich kaufen kann und schon spielen kann. Während der Entwicklung bedeutet natürlich, dass das Spiel noch nicht alle Funktionen hat, dass es auch noch mehr Fehler beinhalten kann als dann später zum fertigen Release. Meistens ist es so, dass Early Access Titel dann auch etwas günstiger sind, wenn man die sich kauft. Ich habe aber irgendwie so das Gefühl, dass die Spiele etwas günstiger sind, wird irgendwie ein bisschen weniger. Also ich weiß nicht, ob das nur jetzt so mein Eindruck ist oder ob das wirklich so ist. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Early Access Titel langsam auch den ganz normalen Preis haben, den sie dann auch später haben. Finde ich ein bisschen schade, weil man ja hat ja schon ein paar Abstriche hier quasi, wenn man das Spiel direkt zum Early Access Beginn oder wenn man Spiele direkt zum Early Access Beginn kauft. Na gut, dafür ist man halt dann schon früher dabei und kann schon spielen. Also immer Vor- und Nachteile. Ich frage mich gerade so ein bisschen, was hier unser Schiff macht. Warum will das unbedingt nach da unten fahren? Hat man irgendwie was am Autopilot verändert oder... Ich weiß nicht, was das vorhat, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt mal die eine Markierung entfernt. Ich schalte den Autopilot nochmal aus und nochmal an. Es müsste... Vielleicht hat das Schiff jetzt verstanden, wo es lang gehen soll. Ich hoffe doch mal. Sieht fast danach aus. Oh, wir kommen aber auch ultra knapp an der Insel vorbei. Das verstehe ich manchmal nicht. Manchmal meckert das auf offener See quasi, meckert das rum. Jo, da ist eine Insel, da kannst du nicht so eine Markierung setzen. Und dann führt sich einfach hier direkt an der Insel dran vorbei, beziehungsweise ich hoffe, es führt uns dran vorbei. Der Autopilot hat ja auch immer noch so Schwankungen, da weiß man nicht so genau, ob man dran vorbeikommt. Na gut, wir halten mal die Augen offen. Ja, auf jeden Fall, das sind quasi Early Access Titel. Ich muss sagen, ich bin eigentlich schon so ein kleiner Early Access Fan, weil erstens, ich finde es irgendwie cool zu sehen, wie sich Spiele entwickeln. Ich finde, jedes Mal, wenn man sich halt einen Early Access Titel kauft,
Ich freue mich jedes Mal über irgendein Update. Boah, der Wellengang ist halt echt ungemütlich. Wir haben gerade eigentlich klares Wetter. Beziehungsweise einigermaßen klar. Oh, okay, machen wir jetzt gerade wieder eine Drehung? Oder was geht hier vor sich? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse einfach den Autopilot mal machen. Ja, ich feiere es auf jeden Fall immer sehr, wenn man sieht, dass wieder ein Update da ist für einen Early Access Titel, weil du halt fast jedes Mal mit bei so Updates mit rechnen kannst, dass irgendwie neuer Inhalt mit dabei ist, und es ist einfach irgendwie cool, wenn du da halt live mit siehst, wie sich so ein Spiel immer weiterentwickelt, immer mehr Funktionen bekommt. Außerdem finde ich immer so eine die Lernkurve halt dann ganz schön als Spieler. Ja, das heißt, wenn man jetzt hier bei Ships at Sea einsteigt, klar, musst du auch schon die eine oder andere Sache ganz schön lange rumprobieren oder schauen, dass du irgendein Video findest, wo es erklärt wird oder halt viel Handbuch lesen, beziehungsweise viel Hilfe hier lesen, wobei das halt auch dann nicht so ganz eindeutig klar wird, was man genau eigentlich machen muss jetzt beim Longline-Angeln und so weiter. Ja, aber das Schöne ist halt jetzt, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel bei diesem Spiel hier einsteigst, dann hast du erstmal weniger Inhalt. Das heißt, du kriegst weniger auf einmal quasi in den Kopf reingestopft, was du lernen musst. Ja, und dann kommt irgendwann vielleicht ein Update, dann sind andere Funktionen mit dabei, dann weißt du, okay, das funktioniert so und so. Wenn ich jetzt aber noch eine Stufe realistischer spielen möchte, muss ich einfach noch das dazulernen. Ja, da hast du immer so kleine Schritte, wie du dich hier oder wie du das Spiel halt lernst. Das finde ich halt auch eigentlich immer ganz, ganz cool. Ich meine, klar, es gibt halt auch immer so ein bisschen ein Risiko bei Early Access Titeln. Ja, ich habe auch schon, weiß nicht, waren es eins oder zwei Titel Early Access gekauft, die dann am Ende keine Updates mehr erhalten haben. Ist dann natürlich ein bisschen blöd, beziehungsweise bei dem einen Spiel hieß es eigentlich, dass die Entwicklung erstmal eingestellt ist. Dann kam jetzt aber letztens vor ein paar Monaten doch wieder ein Update raus und seitdem aber wieder nichts mehr. Also ja, Early Access hat halt auch immer irgendwie ein bisschen ein Risiko. Ja, man weiß halt nie, ob das Spiel wirklich fertig gemacht wird. Aber das ist halt das Risiko. Dafür bezahlt man halt auch normalerweise bei Early Access Titel weniger. Aber wie gesagt, meine Beobachtung ist so ein bisschen, kann auch sein, dass ich das einfach irgendwie falsch wahrnehme oder dass ich einfach die falschen Titel mir rausgesucht habe, dass meistens die Titel im Early Access eben schon genauso viel kosten, wie sie dann später kosten im fertigen Zustand. Naja. Ich habe nur so ein bisschen gerade das Gefühl, dass die Performance ein bisschen schlechter hier geworden ist, oder? Und ich habe irgendwie ein bisschen die Befürchtung, dass unser Autopilot nicht ganz so krass gerade sich an die Strecke hält. Beziehungsweise schon, nur ja, weit weg von der Linie. Und weit weg von der Linie bedeutet in dem Fall, dass wir vielleicht gegen diese Insel da donnern. Aber gut, ich bin ja dabei. Vielleicht macht der Autopilot gleich wieder einen Schwenker. Das sehen wir dann. Wir beobachten gerade einfach mal. Im Notfall schreite ich dann ein. Hauptsache, wir kommen näher in Richtung Ziel. Das wird eine knappe Sache, wenn er so den Kurs beibehält. Na gut. Ich habe aber auch Early Access Titel, die habe ich schon seit, weiß was ich, 5 Jahren oder so. Die kriegen immer noch Updates, entwickeln sich immer noch weiter. Ja, keine Ahnung, 5 Jahre ist vielleicht jetzt ein bisschen hochgepokert. Aber ja, ich habe auch Early Access Titel, die halt wirklich schon lange verfügbar sind. Zum Beispiel Flashing Lights habe ich schon viele, viele Jahre. Und ja, das Spiel kriegt immer noch Updates. Demnächst kriegt das auch ein KI-Update, wo ich mich auch schon sehr drüber freue. Kostet nur ein paar Euro, dieses Spiel. Man ist schon lange Teil vom Early Access, man hat auch sehr viel mitbeobachten können, wie sich das Spiel verändert. Ich war noch damals bei der ersten Map mit dabei, mittlerweile spielt man ja das Spiel auf einer anderen Map. Und das feiere ich halt einfach so, wenn man so sieht, jo, das war so einfach so eine kleine Testmap quasi. Jetzt mittlerweile hat man eine große Map mit Stadt und allem möglichen mit dabei. Ich bin einfach gern Teil davon und unterstütze auch gerne Entwickler mit coolen Ideen quasi schon im Early Access. Dass man denen da schon mal ein bisschen Geld zukommen lässt so. Klar, es gibt auch heftige Negativbeispiele von Early Access. Es gibt gute Early Access Titel und es gibt negative Beispiele vom Early Access. Es gibt Early Access Titel, wie gesagt, die werden eingestellt. Da hast du dann Pech, dann ist dein Geld halt quasi für ein Popo. Okay, wir kommen hier knapp dran vorbei, sehr schön. Es gibt aber auch, beziehungsweise es gibt auch Early Access Titel. Ja, da geht es dann irgendwie nicht wirklich vorwärts. Da, keine Ahnung, oder das Spiel entwickelt sich in die falsche Richtung.
ja, wird dann doch nicht so wie eigentlich angedacht und so weiter. Gibt's auch alles. Kann halt passieren. Ja. Dann gibt's aber auch Early Access Titel, die spielen sich besser als manche fertige Titel. Das gibt's auch. Ich finde ja, so ein Vorzeige-Early Access Titel, meiner Meinung nach, ja, da werden jetzt vielleicht dann auch viele sich drüber aufregen, ist zum Beispiel The Bus. Ich finde, TML macht da ziemlich alles richtig. Die lassen sich Zeit mit den Updates. Wenn Updates kommen, dann mit meistens schönen guten Inhalt. Ja, auch manchmal, dass einfach nur die Performance besser wurde oder. Man wird immer so ein bisschen auf den Laufenden gehalten, woran gerade gearbeitet wird. Wenn die ein Update rausgeben, dann funktioniert das normalerweise auch. Ja klar, die machen auch immer dann Beta-Updates im Early Access. Das kann mal passieren, dass da mal was nach hinten losgeht. Aber dafür ist diese Beta-Version ja da. Sollte sich ja jeder bewusst sein. Aber wenn dann normalerweise öffentlich ein Update rausgegeben wird, dann läuft das normalerweise. Also ich habe bis jetzt noch keinerlei Probleme damit gehabt. Also mal Kleinigkeiten können mal vorkommen, ja, dass mal irgendein Piepsgeräusch da ist oder mal der Ton vielleicht nicht hundertprozentig stimmt. Aber irgendwas, was halt nicht jetzt so dramatisch ist, dass man das Spiel nicht spielen könnte im vollen Umfang. Und ich finde, das läuft da einfach super. Die Kommunikation ist super zum Beispiel. Wie gesagt, wenn Updates rauskommen, es dauert lange, aber du wirst ja während dieser Phase quasi, wo kein Update kommt, wirst du immer auf dem Laufenden gehalten. Okay, es wird jetzt daran gearbeitet, es wird daran gearbeitet, es wird daran gearbeitet. Du hast halt auch nicht immer was zum Zeigen dann, das verstehe ich auch vollkommen, dass man dann sagt, jo, jetzt gibt es mal ein paar Wochen keinerlei Info, weil einfach die ganze Zeit im Code irgendwas ändern, damit das Spiel dann am Ende besser läuft oder Vorbereitung für Multiplayer schreiben und so weiter. Kannst halt nicht ganz so viel zeigen, aber da wird dann trotzdem irgendwann gesagt, jo, wir haben jetzt die letzten Wochen daran gearbeitet, wird noch weiter dran gewerkelt und so weiter und so fort. Finde ich eigentlich dann ganz cool, wenn das so läuft. Genau. Ja, wie weit sind wir denn jetzt überhaupt schon hier mit unserer Fahrt? Wir haben jetzt noch 7,231 Kilometer vor uns. Ja, Wellengang ist meiner Meinung nach jetzt schon ein bisschen schlimmer als vor dem Update. Ja, aber von Unwetter sind wir weit entfernt. Ich habe nur das Gefühl, dass der Wellengang ein bisschen dynamischer ist. Ja, man hat mal mehr größere, mehr kleinere Wellen auch mal dabei und so weiter. Ist ein bisschen durchgemischter. Man wird ein bisschen ordentlicher durchgeschüttelt, glaube ich. Aber es sieht jetzt nicht so aus, als würde es in nächster Zeit irgendwie stürmen. Ja, deswegen würde ich, glaube ich, fast sagen, dass ich einfach mal die Aufnahme laufen lasse. Ich mute mich. Und sollte was passieren, komme ich wieder dazu. Und sollte nichts passieren, mache ich hier einen Cut und wir sehen uns dann wieder, wenn wir bei den kleinen, schönen Fischis angekommen sind. Beziehungsweise so klein sind die ja eigentlich gar nicht. Naja, auf jeden Fall. Ja, hören wir uns dann gleich wieder. Mal schauen, was so passiert während der Fahrt. Bis gleich. So. Wir sind dem Gebiet näher gekommen und das bedeutet, dass jetzt hier auf der Map verschiedene Symbole wieder aufgetaucht sind mit den verschiedenen Fischarten und wir sind noch auf dem richtigen Kurs. Ich habe jetzt noch nichts verändert, weil der Pollack soll hier oben rumschwimmen. Auf dem Sonar sehe ich jetzt auch noch nichts so weit. Also wir sind noch hier voll in Ordnung unterwegs. Es kam jetzt kein Unwetter oder so. Ich habe jetzt 15 Minuten Fahrt oder so circa rausgeschnitten. Ne, 12 Minuten genau genommen. Gerade mal hier mein Zettel geguckt. Es waren 12 Minuten, die ich jetzt hier quasi rausgeschnitten habe. Es ist nichts passiert. Wellengang immer noch so wie vorher. Immer noch schön wackelig. Ab und zu wird man mal ein bisschen durchgeschüttelt. Aber ansonsten hat sich hier eigentlich nichts getan. Außer, dass die Sonne noch weiter abgesunken ist. Ja, es wird halt langsam wieder Abend. Wir haben 17.36 Uhr in-game. Wird halt bald wieder dunkel. Ja, wir werden wahrscheinlich dann in der Dunkelheit die Netze ausbringen müssen, so wie es aussieht. Naja, kennen wir ja. Wir haben ja Arbeitslichter und so weiter. Die Bojen sieht man ja ganz gut und sollte also somit kein Problem sein. Wir sind noch ungefähr 2 Kilometer vom Ziel entfernt, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Oder ja, 1 Kilometer jetzt noch. Somit sollten wir eigentlich demnächst Fische auf dem Sonar sehen können. Ja, aktuell ist es ja noch leer. Nichts los. Man sieht es auch gerade unten links. Ich habe mal von der Map umgeschaltet, aber wir können es auch ruhig wieder so lassen. Dann sehen wir hier das Sonar und unten links die Map an sich. So ist auch immer ganz schön.
Ja, ich denke mal, wir werden hier dann noch mal ein Stück weiterfahren, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Also, dass wir dann, wenn ich jetzt hier was markieren könnte, beziehungsweise wir können auch von mir aus die einfach noch mal so weiter nach oben ziehen, dann deaktivieren und aktivieren wir noch mal sicherheitshalber den Autopilot, damit er auch registriert, dass ich was an der Route verändert habe. Sonst kann passieren, dass das nicht registriert wird. Und ja, dann fahren wir nämlich hier auf jeden Fall durch das Gebiet durch, wo die Fische unterwegs sein sollten. Genau. Ja, so wie es aussieht, schwimmen die so die Richtung hier rüber. Naja, gut. Dann würde ich fast sagen, wir tun das hier noch mal ein bisschen anpassen. Wir fahren mal so. Ja, wieder sicherheitshalber deaktivieren, aktivieren. Dann sollte das ein bisschen besser passen. Wir sind aber jetzt wirklich gleich im Gebiet. Mich wundert es gerade. Normalerweise, wenn man hier schon so mittendrin rumschippert, wird das eigentlich immer schon angezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob sich da was bei dem Update irgendwie auch verändert hat oder so. Aber gut, wir werden es dann wahrscheinlich gleich noch erleben. Kann reinzoomen, ein bisschen rauszoomen, aber da ändert sich gerade nichts. Okay, wow, da war wieder ein schönes Wäldchen. Jetzt habe ich gerade meinen Mikrofonarm bewegt. Ich hoffe, man hat es nicht ganz so laut quietschen gehört. Der Tropfen Öl fehlt immer noch. Es macht immer schöne Geräusche beim Bewegen. Weiß nicht, ob man das hört in der Aufnahme, keine Ahnung. Es wird langsam echt mal Zeit. So. Noch knapp 600 Meter. Jetzt sieht man langsam was. Jetzt sieht man was, das sind auch die richtigen. Okay, okay, okay. Ruhe bewahren, wir öffnen mal die Tür, wir gehen mal nach hinten. Ich glaube, ich muss ja nur die Netze rausschmeißen, oder? Ja, genau. Einfach nur die Boje raus und dann weiter geht's, quasi. So, wir müssen kurz warten, bis die nächsten Bojen wieder da sind. Da sind sie. Und müssen wieder kurz warten. Ich gehe gleich nochmal rein, schauen, was so das so nah sagt. Können gerade nochmal nachschauen. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Direkt das nächste Netz hinterher, sobald wieder Bojen dran sind. Weiter geht's. Insgesamt haben wir ja 10 Netze mit dabei. 5 in der rechten Kiste, 5 in der linken Kiste oder linken Box. Somit können wir so viel wie aktuell hier mit diesem Schiff möglich fischen. Ja, mehr passen hier leider nicht rein. Aber es sollen ja irgendwann noch größere Schiffe und so weiter hinzukommen im Laufe des Early Access. Wir haben uns ja über Early Access unterhalten am Anfang der Folge. Ich finde auch Ships at Sea macht einen sehr guten Eindruck im Early Access. Es kommen sehr häufig Updates, man wird immer auf dem Laufenden gehalten. Klar, es kommen ziemlich oft Updates, dann gehen auch manche Sachen wieder ein bisschen kaputt oder funktionieren nicht richtig. Was für Schlangenlinien fahren, man sieht es gerade an den Netzen. Ja, manche Sachen werden dann einfach nochmal deaktiviert. Ich glaube, am Anfang vom Early Access war auch schon Sturm mit dabei, glaube ich. Man hat es dann aber irgendwie wieder rausgenommen, weil es ein bisschen fehlerhaft war. Jetzt soll es ja wieder mit dabei sein. Boah, voll der schöne Sonnenuntergang gerade. Naja, aber es hat sich auf jeden Fall was am Wellengang getan. Ihr seht es ja selber. Was wir hier für Berge hoch und runter fahren gerade. Ist schon echt ordentlich. Und das ohne Unwetter. Naja. So, die Netze haben wir alle rausgebracht. Dann können wir jetzt eigentlich einen Stopp einlegen. Boah, das sieht echt ordentlich aus. Genau, Stopp einlegen. Netze haben wir alle ausgebracht und somit können wir eigentlich den Motor ausschalten. Wir können Licht ausschalten. Raus mit dem Anker quasi und dann können wir ja ein bisschen die Zeit überspringen oder schön im Sonnenuntergang zuschauen. Ah, können wir die Kamera irgendwie so drehen, dass es schön aussieht auf dem Foto? Ah, nicht so ganz. Müsste ich mein Schiff jetzt hier komplett rumdrehen. Naja, machen wir hier einfach nochmal ein paar Fotos fürs Thumbnail. Dann würde ich sagen, überspringen wir dann ein bisschen die Zeit. Ist nur die Frage, wie lange wir jetzt wieder die Zeit überspringen. 10, 11, 12 Stunden, 15 Stunden. Ich würde fast sagen, wir springen einfach mal 12 Stunden gleich in die Zukunft. Ich will aber irgendwie gerade hier nicht so die Stelle verlassen, weil der Sonnenuntergang sieht eigentlich gerade so schön aus.
Aber man sieht es auch richtig, man wird irgendwie, habe ich das Gefühl, noch mehr von den Wellen beeinflusst, wie das Schiff treibt. Ja, wir haben uns jetzt hier ganz schön gedreht und ich habe, wie gesagt, Motor ist aus, ich gebe keinen Schub mehr, nichts. Das Schiffchen schippert hier einfach gerade nur rum in Ruhe. Und wir haben uns hier komplett gedreht. Das war vor dem Update auch nicht so dolle. Man hat es immer so ein bisschen gemerkt, aber dass man so doll gedreht wird oder wurde, war meiner Meinung nach nicht so der Fall. Naja, gut. Oh, ich will halt echt gerade nicht die Zeit springen. Aber jetzt hier 5 Minuten noch warten, bis die Sonne untergeht, ist auch ein bisschen doof. Ich blende mir wieder alles ein. Dann gucken wir mal, wo haben wir denn? Das ist die Uhr. Genau, wir haben jetzt 18:27 Uhr in-game und wir springen jetzt einfach mal 12 Stunden, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange man warten sollte. Ich glaube, 12 Stunden war ganz gut. Ich glaube, das war ganz gut. Ja. Da sind wir wieder. Helllichter Tag. 6:30 Uhr morgens. Sonne ist schon ziemlich weit oben für die Uhrzeit, aber gut. Sind halt auch weit im Norden. Wetter sieht immer noch genauso aus wie vorher. Bei der Wellengang, ich weiß nicht, ob der schon wieder schlimmer geworden ist. Ich glaube irgendwie schon. Ja, die Unwetter kommen halt, wie gesagt, sehr selten. Ich stand bei Steam dabei, ich glaube nur alle 2, 3 Wochen oder so kommt man ein Sturm hier. Also Ingame-Zeit ist schon sehr selten. So, ich muss mich gerade erstmal so ein bisschen wieder orientieren. Die Boje ist da hinten. Oh, wir sind voll Richtung Boje getrieben. Na gut, schmeißen wir den Motor gerade mal an. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wir müssen mit der rechten Seite normalerweise an diese Boje ranfahren. Und ich habe echt das Gefühl, das Wetter wird irgendwie unschöner. So, ich guck mal, dass wir uns Richtung Boje drehen, damit wir dann das erste Netz reinziehen können. Dann erstmal nochmal schauen, wie das überhaupt funktioniert hat, alles. Lange her. In 2 Wochen kann man verdammt viel vergessen. Aber wir können einfach nicht die Richtung kommen. Ich glaube, wir fahren die linke Boje jetzt an. Kommen wir, glaube ich, besser dran. Wenn wir überhaupt an eine dran kommen. Die wollte ich jetzt eigentlich anpeilen. Die oben kriegen wir nicht mehr. Da müsste ich durch das Netz durchfahren quasi. Ich weiß ja nicht, wie weit es auch oben an der Oberfläche hängt. So. Oh, ungemütlich. Richtig ungemütlich. Wow. Alter Falter, das wird ja richtig anstrengend gerade. Ich glaube, wir sind noch zu weit weg, oder? Oder können wir loslegen? Ah, wir sind noch zu weit weg. Verdammt. Ich will doch nicht zu viel Gas geben gerade. Wow. Wow, da habe ich vor Schreck gerade das Ruder losgelassen. Alter, ich komme da nicht dran. Okay, wir fahren die andere Boje an. Ich krieg nämlich die Kurve jetzt zu der nicht mehr. Wir wurden viel zu weit abgetrieben. Wow! Alter, das geht ja jetzt gerade hier richtig rund schon. Es ist doch gar kein Unwetter. Es sind einfach nur hohe Wellen. So, wir peilen jetzt die Boje an. Ich will jetzt nicht ganz so viel Schub geben, dass wir da nicht vorbeidüsen, aber ein bisschen mehr Schub muss ich noch geben und wir drehen uns gerade wieder ganz komisch. Es wird spannend, es wird spannend. Ich glaube aber, so könnte man ganz okay dastehen. Kann es sein, dass die Boje unter uns ist, dass wir schon wieder draufgetrieben wurden? Wir probieren es nochmal. War doch so, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Das runterklappen, Start drücken. Jawohl. Wir haben die erste Boje. Ich glaube, ich habe vorher nur vergessen, hier das runterzuklappen. Hallo, Fischi. Achso, die Box müssten wir auch noch nach vorne tun.
So, da haben wir noch was, da haben wir noch was. Dann ist der Fisch hier frei. Jetzt habe ich die Kiste wieder. So, und wie war das dann? Ich konnte den Fisch da doch irgendwie packen. Boah, der Fisch wird hier durchgewackelt. Wie konnte ich den denn nochmal nehmen? War das hier mit dem Hook, konnte ich den nicht nehmen, oder? Das war beim Longline-Angeln. Konnte ich den nicht das letzte Mal einfach so packen und dann mit E in die Kiste schmeißen? Warum? Ah, ich muss den hinten am Schwanz nehmen. Okay. Das war's. So, und jetzt muss ich hier irgendwo E drücken. Wurde normalerweise immer angezeigt und irgendwie aber gerade auch nicht. Ich glaube, das war nix. Ich hab ihn nochmal. Drop Fish. Move Fishbox. Hat man da auch wieder irgendwie Dinge geändert? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich will den nicht droppen. Ich möchte den da platzieren. Das ging immer mit der Taste E, wenn ich mich jetzt da nicht irre. Drop Fish. Wenn ich jetzt wieder X drücke, dann fällt er doch runter und er zählt nicht. Oh Mann, wir hatten doch schon mal das Problem. Das ist ja doof gerade wieder. Jeder Fisch da gerade drauf liegt. Und ich kann ihn gerade jetzt wieder nicht greifen. Oh Mann, ich möchte jetzt nicht direkt das erste Netz wieder verkacken. Oh Mann. Ich kann auch wieder nicht springen. Ich komme hier hinten noch nicht hin. Ich kann auch hier das... Ich lasse weiterlaufen. Kommt der nächste. Kann sein, dass man da auch was im Update geändert hat. Ich habe keine Ahnung, vorher... Ah, nee, hier steht es jetzt da. Storefish. Da geht's. Dem hat es funktioniert. Mit dem anderen Fisch nicht. Keine Ahnung warum. Wurde nicht angezeigt. So, Start. Weiter geht's. Was ist mit dem los? Okay, der ist, glaube ich, sowieso schon verloren. Den kann ich, glaube ich, auch nicht greifen. Ja, der erste Lauf hier läuft gerade wieder nicht so gut. Ja, dann. Ich kann mit dem hier nichts anfangen. Ich kann mich auch nicht hinhocken, kann von unten da nichts wegziehen. Der wappelt hier rum, funktioniert nicht. Ja, gut, die Kiste rettet mich vielleicht jetzt. Ja, der ist runtergefallen, aber ist jetzt auch egal. Der ist durchs Schiff gefallen, ist auch jetzt erstmal komplett egal. Hauptsache, wir mussten jetzt das Netz nicht beziehungsweise das Einholen nicht abbrechen. Das wäre ärgerlich gewesen. Weil hätte ja sein können, dass noch irgendwelche Fische nachkommen und dann hätten wir es da richtig verkackt. So, wir haben jetzt also nur einen Fisch an Bord geholt. Das ist natürlich eine magere Ausbeute, aber wie gesagt, ich muss jetzt selber auch gerade erstmal gucken, dass wir hier, beziehungsweise dass es klappt, beziehungsweise ne, wir haben doch hier zwei, die gezählt haben. Das ist doch schon mal schön. Also haben wir schon mal über 2 Tonnen, glaube ich. Ja, gut. Warum bei dem einen Fisch nicht angezeigt wurde, dass wir den in die Kiste schmeißen können, keine Ahnung. Aber ist auch nicht so wild. Mein Gott. So. Wir drehen uns mal so ein bisschen. Die Wellen helfen uns ein bisschen dabei. Gucken wir mal das. Oh nein, 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 nein. Nicht mittig auf die Boje zufahren. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ja, wir hören gerade komische Geräusche. Liegt einfach daran, dass die Boje da ist. So, ich hoffe, dass wir drankommen. Ich klappe mal runter. Wir starten mal. Erst war es nicht in Reichweite und jetzt doch. Okay. Wow, 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 das Wasser kam mir gerade ultra nah. Das kam mir gerade ultra nah. So, da ist der erste. Der sieht irgendwie riesig aus. Was ist denn los mit dem? Storefish. Ja gut, der ist zwar neben die Kiste gefallen, aber der müsste gezählt haben normalerweise. Storefish. Funktioniert auch. Ist auch neben die Kiste geflogen, aber müsste auch gezählt haben.
So? Ja, das zweite Netz läuft schon besser. Aber der Wellengang ist echt nicht zu unterschätzen. Wow, eben gerade war sogar Wasser da hinten. Ich mach mal lieber zu. Also. Gut, nächster Halt, nächste Boje. Die haben wir dort. Wow. Ich will eigentlich nicht über den Netzbereich drüber fahren, aber ich glaube, spielerisch macht es nichts. Ja, gut, wir treiben schon wieder voll in Richtung zweite Boje. Dann fahren wir halt zur zweiten Boje hin. Versuchen, die einigermaßen zu treffen. Ich habe jetzt wieder keine Ahnung nach der Welle, wo wir gelandet sind. Ja, viel zu weit weg wieder. Na klar. Rückwärtsgang. Dann fahren wir doch wieder die Boje an. Boah, das ist echt irgendwie... Entweder habe ich es verlernt, in 2 Wochen hier Schiffchen zu fahren. Oder es ist halt echt anspruchsvoller geworden. So, das müsste funktioniert haben. Wurde keine Meldung angezeigt. Wir hatten das komische Geräusch. Genau, da kommt das Netz. Perfekt. So, da haben wir wieder einen. Können auch gerade mal ins Inventar reinschauen. Ja, wird doch. Wird doch. Da kommt der nächste. Kann es sein, dass jetzt die Fische auch in verschiedenen Größen angezeigt werden? Vorher hatte man immer nur diverse Fischsorten in einer Größe, habe ich das Gefühl. Jetzt sieht es irgendwie so aus, als wären eine Sorte Fisch in verschiedenen Größen hier dargestellt. So, kein Fisch mehr da. Okay. Nächste Boje. Die auch, wo auch immer ist. Ah, hier wäre die. Oh Gott, da kriegen wir wieder die Kurve nicht. Gut, wir fahren die an. Wir fahren die zweite Boje an von dem Netz. Gar kein Thema. Ich versuch's zumindest. Das müsste eigentlich funktionieren. Komm. Jawohl. Boje erwischt. Da kommt das Netz. Ich hatte das Netz auf höchste Geschwindigkeit übrigens gestellt. Habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Ja, einfach, dass es ein bisschen schneller geht. Ups. Jetzt. Okay. Weil eigentlich ist es egal, was man hier für eine Geschwindigkeit einstellt. Ob man jetzt schnell, langsam laufen lässt. Ist momentan noch egal. Ich weiß nicht, ob das sich im Laufe des Early Access ändert. Kann natürlich alles passieren. Kann ja sein, dass man hier irgendwann die Ausbeute von abhängig macht, wie schnell das Netz eingezogen wird oder so. Keine Ahnung. Oder dass das Netz irgendwie Schaden nehmen kann, wenn man es zu schnell einholt. Ich weiß ja nicht. So, wie viel haben wir jetzt da drin? Ich habe keine Ahnung. Wir können ja gerade mal auf die Map gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, eins müsste noch hier reinpassen und dann die anderen Netze müssen dort drüben rein. Okay. Die nächste Boje ist direkt vor uns. Gib mal Gas und lenke mal nach rechts. So, wir drehen uns wieder ganz merkwürdig. Ich hoffe, das reicht nicht. Das reicht auf jeden Fall nicht. Gut, wir fahren mal die andere Boje an. Beziehungsweise, nee, ich mache rückwärts. Erstmal ein paar Meter nochmal zurück. Und dann fahren wir die zweite Boje an. Das ist gerade echt hart. Wow. Alter, wie wir einfach hier durch die Gegend gefeuert werden. Nicht mehr normal. Okay, wir werden als Weiter abgetrieben. Oha, wow. Boah. Ist das ungemütlich. Das ist nicht mal Unwetter. Das ist nix. Das ist das Schlimme. Wie geht es dann erst ab, wenn richtig Unwetter ist? Wie geht das dann erst ab? Kommen wir dran? Ah, die ist, glaube ich, jetzt direkt wieder unterm Schiff gelandet. Ja, direkt vorm Schiff und auf der falschen Seite. Junge, okay. Wir machen
andere Taktik. Habe ich mir mal im Flugsimulator angelernt oder beigebracht. Ja, wenn man die Kurve nicht richtig kriegt, dann fährt man nochmal ganz weit weg, holt dann aus, macht in Ruhe die Kurve, richtet sich dann schön aufs Ziel aus und dann kann man das schön anfahren. Ja, es wird wahrscheinlich trotzdem wieder eine Katastrophe bei dem Wellengang hier gerade, die Boje zu treffen. Aber wir probieren es mal mit der Taktik. Da ist die Boje. Wir reiten gerade auf einer Welle. Wird gleich wieder ein bisschen abwärts gehen. Ja, wir werden schon wieder... Wir fahren hier schräg durch die Gegend. Keine Chance. Und es wird alles schlimmer. Also ich hätte jetzt schon gerne die Netze wieder an Bord, weil das Wetter wird nicht besser. Okay, wir haben gerade wieder die Boje gerammt. Ich glaube, es funktioniert aber. Ja, so an sich sieht es ordentlich aus, aber es ist halt echt windig gerade. Anscheinend. So. Storfisch hat funktioniert. Oh, ein großer. Ein großer. Hier geblieben. Storfisch. Oh, darf man echt nicht seekrank werden. Storfisch. Der eine ist irgendwie so halb wieder daneben gefallen, aber der müsste normalerweise zielen. Ich hatte ja Storfisch angeklickt und deswegen müsste es zielen. So. Da müssen wir den Kran auch umstellen. Der muss einmal darüber. Puh. Wackel, wackel, wackel. Versuchen wir mal, die nächste Boje anzufahren. Die müsste eigentlich schon fast neben uns sein. Da ist eine und da hinten ist eine. Versuchen mal, die jetzt anzufahren. Ich achte jetzt nicht drauf, ob ich über das Netz drüber fahre oder nicht. Ich bin froh, wenn ich überhaupt irgendwie die Boje treffe. Schon wieder voll abgetrieben. Gut, wir machen es wieder anders. Taktik, wir fahren erstmal weiter weg. Das klappt besser, als wenn ich jetzt versuche, hier ganz eng irgendwie einen Bogen zu fahren und werde dann wieder von den Wellen ein bisschen abgedrängt, dann treffe ich es wieder nicht. Ja. Was will mir eigentlich das Radar da sagen? Ist das irgendwie... Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das da gerade dargestellt hat. Wow. Da ist eine Boje. Ich versuche jetzt einfach nur noch irgendeine Boje zu treffen. Okay, wir sind gerade wieder auf einer Welle oben. Es geht gleich wieder abwärts. Beziehungsweise wir werden schon wieder weggedrängt. Nein, ich bin gefangen. Hilfe. Ich glaube, wir haben irgendwas. Achtung, Welle. Hui. Ich hoffe, ihr vertragt das alles. Nicht, dass es zu viel Gewackel ist im Video. Aber das macht es auf jeden Fall mal spannender jetzt. So, der nächste. Da sind die nächsten Bojen dann, okay, gerade gesehen. Storfisch? Gut. Es wäre natürlich noch krass, wenn die Netze irgendwann abgetrieben werden würden. Ja, dass du die in einer Linie ausbringst und dann wartest du 12 Stunden und die sind irgendwie komplett hier verteilt, weil die von den ganzen Wellengang irgendwie komplett durcheinander hier durch die Gegend gejagt werden würden. Das wäre auch irgendwie lustig. Dass man dann ein Netz vielleicht hier hätte, eins da oder so. Weil die sind ja, glaube ich, nicht festgemacht. Die sind ja einfach nur die Bojen, die da halt oben schwimmen, markieren, wo das Netz ist und dann, ja, viel Spaß quasi. So, geben wir Gas. Erstmal wieder schön den Wellen entgegen. Wieder eine schön hohe. Jawoll! Oh Gott, die werden echt immer höher. Alter Falter. Da jetzt wenden in so einer Welle ist halt auch ein bisschen lebensmüde. Aber okay, ich glaube fast, dass es wahrscheinlich besser wäre, wir würden von der anderen Seite anfangen, die Netze einzuziehen, damit wir gegen die Wellen fahren. Aber es dreht uns ja eh die ganze Zeit, wie die Wellen Lust haben.
So, Schub wieder weg. Ich gehe wieder nach hinten. So, ich glaube, wir haben die Boje. Sieht ganz gut aus. Perfekt, Netz ist da. Wow. Jetzt stehen wir gerade sowieso wieder ziemlich ungemütlich da. Bisschen seitlich. Ah, jetzt ist die Kiste hier wieder zu uns gefahren gewesen. Naja, aber hat trotzdem funktioniert. So, der hat auch gezählt. Und der müsste auch zielen. Gut, schauen wir gerade mal ins Inventar, damit wir wenigstens mal kurz keine Wellen sehen und wir uns mal so ein bisschen von dem Wellengang hier erholen können. Da wird es einen schon ein bisschen schwummerig, muss ich sagen. So. 1,3 Tonnen davon, 3,8 Tonnen davon, 4,7 Tonnen davon. Das heißt, wir haben vor diesem Pollack-Fisch schon einiges gefangen. Klingt schon mal gut. Hier haben wir dann nochmal fast eine Tonne. Ja, da haben wir nochmal 2,3. Da haben wir nochmal 3,1. Von denen eine Tonne, 3,9 Tonnen und 14,5 Tonnen. Klingt doch schon mal gar nicht so verkehrt. Na gut. Dann fahren wir weiter. Nächste Boje wäre da drüben. Alles klar. Wir drehen wieder. Fahren erstmal wieder so ein bisschen den Wellen entgegen. Und drehen dann wieder. Jawohl. Jawohl. Oh oh. Oh 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 oh. Das war gerade ein bisschen riskant, so zu drehen. Okay, ich sehe die nächste Boje. Ist anvisiert. Jetzt fahren wir gerade wieder seitlich den Wellen oder an den Wellen entlang. Das ist immer dann ganz schwer, was anzupeilen. So, Schub ist rausgenommen. Die Boje ist da hinten. Wir haben sie gekriegt. Huh, huh, huh. Wir haben es irgendwie geschafft. Jawohl, da haben wir doch was Großes. Letzter Haken ist hier drüben. Dann hier. Jetzt ist Alexa im Hintergrund angegangen. Ich habe Schwierigkeiten zu hören, okay. Alexa, stopp. Oh Mann, diese Alexa, das ist irgendwie, keine Ahnung. Ich finde die Idee, die Grundidee von Alexa eigentlich richtig gut, richtig praktisch, richtig sinnvoll stellenweise auch und richtig angenehm, wenn dieses Ding halt mal richtig funktionieren würde. Ja, das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, irgendwie schon voll kacke. Ich mag, wie gesagt, die Idee, ich finde Musik, Qualität und so weiter ist alles super, aber es hakt doch an sehr vielen Dingen. Man kann irgendwie nicht ganz so viel Sinnvolles damit anfangen. Da musst du dich manchmal 30 Mal wiederholen. Du willst manchmal, sagst du der Alexa, dass du das und das Lied hören möchtest. Dann wiederholt die das. Dann sagt die aber dazu, ja, ich spiele jetzt Lieder ab, die, keine Ahnung, im Stil von dem und dem Lied, was man gerade genannt hat, quasi ist. Und ich dann denke, Alter, ich habe doch gesagt, spiel das Lied ab, was, spiel das und das Lied ab, was ich dir gerade genannt habe. Und Alexa dann halt immer nur so, ja, ich spiele jetzt Lieder ab, die so ähnlich sind wie das Lied. Wo du dann so denkst, ja, okay, dann versuchst du es in 10 verschiedenen Varianten zu sagen, was du hören wolltest und dass du das Lied, was sie wiederholt hat, hören willst. Und dann sagt sie, das kann sie irgendwie gerade nicht finden oder was weiß ich. Und dann tust du da manchmal eine halbe Stunde mit der rumdiskutieren gefühlt, bis du dann irgendwann die Musik auf dem iPad oder auf dem Handy anmachst, weil du einfach nicht zum Ergebnis kommst. Genauso ist es halt auch, wenn du bei Alexa einstellst. Wir hatten vorher quasi Brime und da ist ja dann Apple Music auch mit dabei soweit, beziehungsweise mit den meisten Liedern, glaube ich, weiß nicht mehr genau, wie das war. Aber auf jeden Fall kann man da über ein Echo-Gerät dann Musik hören, braucht keinen zusätzlichen Musik-Streaming-Dienst quasi. Und wir hatten dann Prime gekündigt gehabt und ich hatte dann in der App quasi eingestellt oder beziehungsweise bei den Echo-Geräten eingestellt, dass die bei Apple Music die Musik abrufen sollen.
Und Alexa versucht es ständig wieder über Amazon Music irgendwie abzuspielen. Und dann kommt halt nach jedem zweiten Lied Werbung irgendwie gefühlt. Und du denkst dir so, Alter, es ist doch anders eingestellt. Warum greifst du jetzt auf einen anderen Musikstreaming-Dienst zu, den ich gar nicht nutzen wollte, was ich auch in der App ausgewählt habe, dass das nicht ausgewählt werden soll. Ja, und dann tust du quasi wieder sagen, die soll über Apple Music abspielen. Oh, jetzt ist der eine Fisch runtergefallen, super. Weil der hier im Weg lag. Naja. Der hat ja eigentlich sowieso schon gezählt. Der liegt halt nur irgendwie ein bisschen im Weg. Komm, ab ins Meer mit dir. Mach dich ab. Geh weg. Geh weg. Ich krieg den nicht mehr los. Hallo, geh weg. Was ist das für ein aufdringlicher Fisch? So ist gut. Okay, okay, okay. Ja, man muss sich halt damit so Sachen irgendwie darum ärgern. Oder manchmal Lichter ein- und ausschalten. Alles eingerichtet natürlich in der App ordentlich. Und mal funktioniert's und mal funktioniert's überhaupt nicht. Da musst du es irgendwie in 30 Varianten versuchen, dass es dann irgendwann mal verstanden wird. Deswegen, die Grundidee ist eigentlich super. Nur an der Umsetzung hapert es manchmal ein bisschen. Es ist dann immer so ein bisschen schwierig. Und dann gibt es mal so Wochen, wo es dann wirklich gut wieder funktioniert. Und dann gibt es anscheinend irgendwie ein Update und dann funktioniert es irgendwie wieder total schlecht. Muss sich tausendmal wiederholen. Und so weiter und so fort. Also das ist mal so, mal so. Okay, wir werden gerade wieder ein bisschen abgetrieben. Ich gebe wieder ein bisschen mehr Gas. Wir fahren nochmal einen größeren Bogen, fahren das letzte Netz an. Ich wollte eigentlich dann gleich nochmal das Netz auswerfen. Ich glaube, auswerfen wird auch weniger das Problem. Ich hoffe dann wirklich nur, dass wenn wir dann wieder 12 Stunden irgendwie die Zeit überspringen. Oh Gott, wir überspringen gerade einfach das halbe Meer. Oh Gott, die erste Wolke da oben. Ich hoffe halt nur, dass dann der Wellengang wieder ein bisschen angenehmer ist, wenn wir die Netze wieder einholen wollen. Weil ich muss schon sagen, es wird einen hier ein bisschen schummerig, wenn man zu lange hier den Wellengang hat. Und es wird irgendwie nicht besser, sondern als schlimmer. Oh Gott, jetzt habe ich nicht mal die Bojen mehr gesehen. Die sind da drüben. Jetzt müssen wir wieder so schräg da anfahren. Schräg anfahren ist immer ein bisschen blöd. Ich glaube, die eine kriegen wir da eh nicht mehr. Oh Gott, die hätten wir gekriegt. Die hätten wir gekriegt. Die ist neben uns. Die ist neben uns. Ich renne. Ich renne. Let's go. Okay, wir haben das letzte Netz. Oh oh. Ja, moin. Und wieder runter. Und wieder hoch. Aber an der Performance merkt man irgendwie ein bisschen, es ist ruckeliger. Aber gut. Early Access Titel. Sehe ich jetzt nicht so eng. So, Storfish. Ist jetzt nicht so, dass es irgendwie komplett ruckelt oder so, aber ich glaube von den FPS her sagt das schon dann so in den 30er Bereich, 25er Bereich, keine Ahnung, 25 ist vielleicht ein bisschen wenig. Ja, ist auf jeden Fall nicht so top. So, Storfish. Da hinten ist die Wolke. Es geht los, Unwetter. Okay, wir haben das letzte Netz. Wir haben das letzte Netz, das heißt, wir gucken jetzt nochmal. Ich mache hier mal zu. Beziehungsweise wir können auch hier das eigentlich mal wieder einklappen. Das muss ja jetzt nicht da so raushängen. Wie konnte ich das nochmal einklappen? Wo muss ich da genau hingucken, damit das funktioniert? Ich habe keine Ahnung mehr. Ups, nee, Notschalter wollen wir jetzt nicht betätigen. So, okay. Gut, dann haben wir das auch wieder eingefahren. Dann machen wir die Tür zu. Und lassen uns hier ordentlich durchschütteln. Gut, wir schauen mal. Porlike, die werden jetzt da drüben. Was sagt unser Sonar? Ups, schalten wir gerade mal ein. Die wären noch hier in dem Gebiet. Und nicht gerade wenig. Ich würde dann fast sagen, dass wir vielleicht... Moment, ich entferne gerade mal die komplette Route. Dass wir vielleicht hier so entlang fahren. Oder halt, Moment, dass wir sagen, wir fahren so entlang. Ja, das sieht ordentlich aus. Moment, ich will mich hier gerade so ein bisschen in Position bringen. Ich glaube nämlich, wenn ich die Linie so ausrichte, fahren wir ein bisschen mehr den Wellen entgegen. Da ist das Schiff wahrscheinlich am sichersten unterwegs. Ja, wobei es trotzdem... ist ziemlich schräg. Ist ziemlich schräg. Na gut. Wow.
Wow. Einmal alle anschnallen, bitte. Haltet euch gegenseitig an den Händen. Es wird eine wilde Fahrt. Schnallt euch an. So, Autopilot ist an. Ich glaube, ich nehme mal ein bisschen Schub raus. Wir werden hier dermaßen... Wir fliegen gerade immer noch. Jetzt sind wir wieder gelandet. Wir fliegen immer noch. Wieder gelandet. Boah, ich habe jetzt mal ein bisschen Schub rausgenommen, damit wir nicht so Vollgas in die Wellen reindonnern. Genau, wir fahren jetzt langsamer. Das macht es natürlich ein bisschen schwerer voranzukommen, aber so Vollgas in die Wellen reinfahren, wir heben dermaßen ab, das ist nicht so gut. So, wir schmeißen mal die Netze aus. Boah, Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist echt eine Fahrt, da muss ich, glaube ich, eine Warnung hinschreiben, dass es da einschwindlig werden kann. Das ist nicht gut. Aber man sieht halt jetzt mal, wie anstrengend und wie schwer das hier werden kann. Oh, oh. Juhu! Eieiei, Autopilot ist aber, glaube ich, noch an, oder? Der läuft noch. Ja, der Autopilot läuft noch. So nah sagt, yo. Gut, raus mit dem nächsten Netz. Ich hoffe wirklich, dass das Wetter besser ist, wenn wir wieder die Netze einholen wollen. Man sieht es auch gerade auf der Minimap, wie wir hier einfach Schlangenlinien fahren. Das macht es natürlich auch beim Netze einholen wieder ein bisschen schwerer. Ja, weil wir da natürlich nicht in einer Linie einfach entlang fahren können bei ruhiger See. Alter Falter, was haben die mit dem Spiel gemacht? Jetzt erinnert euch mal zurück, wie ruhig das hier draußen eigentlich immer war. Wie ruhig, wie lahm eigentlich. Und das noch ohne Unwetter. Also ohne, dass jetzt hier gerade wirklich blitzt und so weiter. Der Autopilot kriegt es irgendwie auch gar nicht auf die Kette, den Kurs zu fahren, den ich eigentlich angegeben hatte. Aber wundert mich gar nicht. Ich glaube, in echt könnte man bei so einem Wellengang hier wahrscheinlich gar nicht mehr stehen. Gerade auf so einem kleinen Schiff, gerade hier könntest du so easy drüber fallen. Letztes oder kommt noch eins? Nee, das letzte. Gut. Dann gehen wir mal wieder ans Ruder. Stellen uns den Wellen entgegen. Autopilot aus. Ja, so nah sieht ordentlich aus. Gute Mischung. Ups. Was habe ich denn hier jetzt gefunden? Search Mode. Okay, ich habe gerade auf die Taste L gedrückt, dann kommt das. Keine Ahnung. Okay, ich wollte eigentlich den Motor ausschalten. Was jetzt nicht so super wahrscheinlich ist, hier stehen zu bleiben bei so einem Wellengang. Aber egal. Wir überspringen jetzt ein bisschen Zeit. Das Licht können wir auch wieder ausmachen. Rest. Wir überspringen nochmal so 12 Stunden oder so. Und ich hoffe, dass das Wetter da ein bisschen besser ist. So ist halt echt anstrengend. Aber cool. Ich habe das Gefühl, es ist nicht besser geworden. Nur, dass jetzt noch dunkel ist. 23 haben wir jetzt. Wir schalten mal. Das Licht lassen wir, glaube ich, mal aus. Arbeitslicht brauchen wir. Suchscheinwerfer wäre vielleicht ganz gut. Scheibenwischer brauchen wir nicht so wirklich. Na dann. Versuchen wir mal unser Glück. Ich klappe das hier jetzt schon mal aus. So. Scheibenwischer wollte ich da wieder ausmachen. Jetzt. Ich habe nicht das Gefühl, dass es besser geworden ist. Puh. Alter. Boah, wir sind gerade voll geflogen. Ich glaube, das Netze einholen können wir gerade vergessen. Das können wir gerade vergessen. Alter, da kommen aber auch Brecher entgegen. Das ist der Wahnsinn. Das wäre jetzt mit einem größeren Schiff, glaube ich, ein bisschen angenehmer als mit dem kleinen hier. Oh, mit dem Paddelboot hier raus. Oha, da kommt wieder was Gutes. Ich gebe mal ein bisschen Schub, damit wir hier drüber kommen.
Man hört richtig den Wind pfeifen stellenweise. So, hier vorne wäre theoretisch eine Boje, aber ich glaube, das können wir vergessen. Die kriege ich nicht. Die kriege ich, glaube ich, nicht. Ich komme ja kaum noch gegen die Wellen an. Kaum noch vorwärts. Oh, 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 so seitlich ist nie gut bei Wellen. Also wir hätten jetzt da eine Boje und da eine Boje. Erreichen tun wir wahrscheinlich keine. Ich frage mich gerade, ob es einfacher wäre mit Longline fischen gerade. Gut, die Boje ist, glaube ich, jetzt schon wieder hinter uns. Na gut, wir haben irgendwas angehängt. Jawohl, das erste Netz haben wir. Longline hättest du halt nur eine Boje, die du erreichen musst und kannst halt deine 2,5 Kilometer Warns fahren mit der langen Leine. Du musst nicht ganz so viele Punkte anfahren wie jetzt hier mit dem Netz. Aber gut, wenn du halt natürlich sowas planen, kannst halt schlecht planen. Ich weiß nicht, gibt es sowas wie einen Wetterbericht hier in dem Spiel? Dass man am Hafen gucken kann, jo, soll jetzt die nächsten Tage irgendwie regnen? Stürmen? Unwetter? Keine Ahnung. Weil dann könnte man ja irgendwie umplanen, könnte sagen, jo, wir nehmen die Longline. Brauchen wir nicht so viele Punkte anfahren, wenn es so schlimm ist. Aber naja. Ich glaube, sowas gibt es noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob sowas hinzukommt. So, wir sind wieder kilometerweit von unserem Ziel weg. Gefühlt, das ist toll. Ich mache gerade mal so nah aus, brauchen wir gerade nicht. Ich habe das Gefühl, unser Radar zeigt manchmal auch die Wellen an. Wenn wir vielleicht irgendwie ein bisschen tief unten sind, die Wellen zu hoch sind. Oh, oh. Geben wir ein bisschen Schub raus, dass wir da nicht so drüber schießen. Genau, einmal drüber, wieder Schub geben. Muss halt die ganze Zeit gerade ein bisschen gegensteuern. Zu viel Schub fliegst du über die Wellen drüber. Das ist auch nicht gut. Zu wenig Schub, ja, ist auch schlecht. Dann wirst du einfach hier abgetrieben. So, wir sind an den Bojen vorbei. Wow. Wow. Ich würde wirklich fast sagen, das hat so gerade nicht viel Sinn. Mal überlegen, ob wir nochmal Zeit überspringen. Oder ob wir es weiter versuchen. Hier probieren wir auf jeden Fall gerade nochmal. So, ich glaube, wir sind einigermaßen dran. Jawohl. Okay, das hat geklappt. Oh, oh. Wow. Und wieder runter. Jawohl. Oh Gott. Was das für einen Unterschied macht in so einem Spiel. Von der Schwierigkeit her. Fisch. Wir gucken gleich nochmal ins Inventar rein. Mal schauen, wie viele Fische wir jetzt haben. Wie viele Tonnen. Schauen wir mal. Boot. 2 Tonnen Pollack, 6,1 Tonnen, dann nochmal 7,5. Ordentlicher Wert. Da geht aber noch was. Da ist noch Luft nach oben. Da ist allgemein noch Luft nach oben, glaube ich. Na gut. Fahren wir mal die nächste Boje an. So, auf der Welle wenden, jawohl. War jetzt recht angenehm. Jetzt fahren wir wieder den Wellen entgegen. Nehme ich wieder stellenweise ein bisschen Schub raus, damit wir nicht ganz so doll abheben und durch die Gegend fliegen. Ja, ist jetzt halt ein ganz schönes Schub hin und wieder weg, hin und her. Ist schon ordentlich. Okay, jetzt geht's abwärts und
seitlich nochmal einen Wellenklatscher bekommen. Wir werden komplett gedreht und durchgeschüttelt und oh, das war jetzt, glaube ich, gerade richtig hart an der Grenze zum Untergehen. Ich weiß nicht, ob das passieren kann, ob man hier wirklich kentern kann, aber ich glaube, wenn man 90 Grad aufs Wasser aufschlägt mit dem Schiff, ich glaube, dann ist Feierabend. Ja, auf dem Radar sehen wir ständig irgendwas angezeigt da oben. Ich weiß halt echt nicht, ob es die Wellen sind, wenn wir so tief irgendwie zwischen den Wellen drinne sind, dass dann irgendwie da die Wellen angezeigt werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß halt auch nicht, was passiert, wenn ich jetzt nochmal die Netze irgendwie 10 Stunden im Wasser lasse. Gehen die kaputt? Verschwinden die? Hauen die Fische ab? Sind die Fische danach nicht mehr gut? Keine Ahnung. Wir kriegen wieder einen seitlichen Klatscher ab, aber kein Thema, das kriegen wir hin. Ja, eben gerade hat man es wieder pfeifen gehört. Ein richtig schönes Windpfeifen. So, die Boje ist jetzt gerade leider auf der linken Seite von uns. Das bringt uns nicht ganz so viel. Wir fahren jetzt einfach mal die nächste an. War ich da nicht eben eigentlich voll nah dran? Jetzt bin ich wieder an der anderen Boje dran. Okay. Irgendeins haben wir reingezogen, aber nicht das Netz anscheinend. Okay. Ja gut, wenn wir aber dann jetzt hier vielleicht... Oh Gott, die Boje ist voll gegen uns gedonnert. Wenn wir vielleicht schnell sind. Ja, in dem Moment kann ich hier... nichts tun. Okay, auch gut. Können wir vielleicht gleich die andere Boje mit reinziehen, aber ich glaube, wir sind jetzt über die drüber. Na dann. Dann halt nicht. Oder zählt das schon so als Unwetter, ohne Blitz und Donner und ohne Regen? So, wir haben direkt noch eins angehängt. Oh oh. Oh, uns geht wieder abwärts. Ah je, ich hoffe ja jetzt nicht, dass jeder Tag so endet hier. Oh. Warum hat es gerade gestoppt? Irgendwas stimmt mit dem Fisch hier nicht. Na, jetzt habe ich die Kiste wieder rein. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Der blockiert mir aber gerade halt leider das ganze Netz. Das ist ein bisschen doof. Das sah gerade aus, als würde ich irgendwie Vollgas mit meinem Schiff durch die Gegend fahren, aber ich gebe doch gar keinen Schub. Also, es ist doch auf Null gestellt, oder habe ich vergessen, zurückzustellen? Ey, wie weit wir weggepustet wurden. Na gut, ich glaube, ich muss hier Not ausdrücken. Weil ich krieg den guten Kollegen hier echt nicht weg vom Band. Na dann, schade. Ich kann auch hier nicht da drücken, weil der Fisch noch da drauf liegt. Dann halt so. Naja. So, wie viele haben wir denn jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, eins kann auch da dann wieder rein. Und dann müssen wir wieder den Kran umstellen. Okay. Ja gut. Ja gut.
Bitte, ziemlich lange Folge. Liegt einfach auch daran, dass ich so viele Versuche wagen muss, um eine Boje anzuhängen. Wir lassen es einfach mal so als Spezialfolge. Es passt eigentlich ganz gut, dass jetzt im Update halt auch Unwetter hinzugekommen ist und wir gleich in der ersten Folge dann mit diesem Update so heftigen Wellengang erleben können und so einen Wind und so einen Sturm. Machen wir einfach eine spezial lange Folge draus. War jetzt nicht so geplant. Ich habe auch nicht mit gerechnet, dass wir direkt nah bei der ersten Fahrt so eine heftige Situation hier erleben. Ich hoffe nicht, dass ihr alle seekrank werdet. Ich merke bei mir selber aber, dass es ein bisschen schummerig wird es einen schon, wenn man hier die ganze Zeit so durch die Gegend gefeuert wird, muss ich zugeben. Ich hoffe, bei euch ist es nicht ganz so schlimm. Wie gesagt, Zeit überspringen. Ich weiß nicht, ob unsere Netze da kaputt gehen. Deswegen ziehe ich das jetzt einfach mal durch. Okay, Spiel hat auch gerade mal gespeichert. Sehr schön. Ich hoffe, die nächste Folge wird dann wieder ein bisschen ruhiger. Wir werden uns dann in der nächsten Folge, wenn alles klappt, werden wir uns da dann das Speedboot kaufen, das größte. Kostet 6.950.000 oder so. Ich hoffe, dass wir genug Fisch jetzt halt heute zusammenbekommen. Wenn nicht, muss ich halt wirklich nochmal alleine losfahren. Sodass wir dann halt in der nächsten Folge wirklich mit dem neuen Schiff starten können. So, also. Rechts neben uns wären die nächsten Bojen. Die erreichen wir wieder nicht. So, normalerweise müssten die Wellen uns jetzt aber in die Richtung peitschen. Jawohl. Gut, wir haben's. Gut, dann haben wir gleich noch 5 übrig. Es ist auch so viel. Store the fish. Der nächste bitte. Was haben wir denn da Kleines? Ah, wieder so ein ganz kleiner, süßer Pollack oder wie der hieß. So. Ich frage mich auch irgendwie, wie lange dieser Sturm hier anhält. Der hat ja so langsam angefangen. Die Wellen wurden immer schlimmer, als wir die Netze ausgeworfen haben. Und dann auf einmal hier, zack, richtiges Chaos. So, wir fahren einfach mal zu den Bojen hin und gucken mal, dass wir irgendeine erwischen. So, da kommt wieder was Großes. So, wieder Schub rausgenommen, dass wir nicht ganz so doll abheben. Jetzt wieder Gas geben. Okay, da vorne wäre eine. Okay, jetzt wurden wir gerade durch die eine Welle wieder komplett weggedreht. Ups, Moment. Rückwärtsgang wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Irgendwo war hier doch gerade noch eine Boje. Stehe ich drauf? Also da ist eine, aber hier war doch noch eine. Ich meine jetzt nicht die. Ja gut, versuchen wir die mal einzuholen. Schade. Ah, Moment. Jetzt. Die Box hier war voll. Vergessen umzustellen. Upsi. Ganz großes Upsi. Achso, die Kiste. Moment. Wart mal kurz, lieber Fisch. Kurz die Kiste noch ausfahren. So, perfekt. Und dann können wir den da reinschmeißen. Ich frage mich halt wirklich, ob das Radar die Wellen anzeigt. Weil normalerweise siehst du ja da nichts Orangenes, außer du fährst an Land vorbei. Einzigste hohe gerade hier in der Umgebung sind halt die Wellen. Hat die Kiste schon wieder hier eingefahren? Tu sowas nicht!
Kann das sein, dass es gerade ein bisschen ruhiger wird? Oder täuscht das? Ah, ich glaube, es täuscht. Hab mich geirrt. So, nochmal wenden, nochmal entgegen den Wellen fahren. Juhu. Uh-oh. Uiuiuiui. Was jetzt nur hier so ein bisschen fehlt, ist, dass man den Scheibenwischer anmachen muss, weil irgendwie ganz viel Wasser an die Scheibe spritzt und so weiter. Das wäre doch ein cooles Feeling. Dann bist du ja komplett verloren. Ich meine, du bist ja so durch die Wellen schon ziemlich verloren. Aber dann hätte man nochmal so ein bisschen mehr Wasserfeeling. So, da vorne sehe ich was. Gehen wir mal die Außenperspektive. Wir sind schon an der ersten vorbeigerollt. Vorbeigerollt. Ist da gerade eine Boje über unser Schiff geflogen? Entweder habe ich hier gerade noch Rückwärtsgang drin. Ich glaube, ich habe noch. Ich gebe gerade noch Gas rückwärts. Ich glaube, ich habe den Schubhebel quasi nicht auf Nullstellung. Wir fahren jetzt gerade rückwärts den Wellen entgegen. Ist halt auch nicht so super. Sollte man auch nicht machen. So, egal. Funktioniert, wir kommen den Bojen näher. Oh Gott, was ein Chaos, was eine gruselige Folge. 3 Tonnen, sieht ganz gut aus. Okay, ups, nein, nicht Netz rausbringen, nein, ich wollte nicht. Halt, stopp, ich fahr... Kann ich das direkt wieder reinziehen? Okay, wir ziehen das direkt gerade wieder rein. Ich wollte kein Netz rausschmeißen. Wir fahren immer noch rückwärts hier, planlos durch die Gegend. Und wir haben direkt einen Fisch gefangen. Ja, wenn das so gut funktioniert, können wir das auch demnächst gleich so machen. Netz raus, direkt wieder rein. Da kommt der nächste. Hä? Was? Was geht denn hier ab? Jetzt treffe ich den Haken nicht, weil die alle rumbacken. Ich treffe nicht. Ich treffe nicht. Jetzt. Okay. Das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn so die ganzen Dinger treffen? Irgendwo ist angeblich noch einer. Da unten. Okay, ich hab alle. Ist weggefallen. Okay. Ich wollte das Netz nicht raus tun. Ich wollte ja eigentlich hochklappen und hab dann außerdem die Boje erwischt. Anscheinend haben wir gleich wieder ein Netz rausgeschmissen. Ja, wir fahren immer noch ein bisschen rückwärts. So. Also wieder Vollgas. Dem Bojen entgegen. Und hoffentlich auch ruhigerem Wetter entgegen. In den letzten Folgen wollte ich immer Sturm haben, aber jetzt muss ich sagen, es reicht. Ist genug des Guten. Aber sehr krass, das einfach hier gerade so mitzuerleben. Boah, ich will das nicht im echten Leben haben. Auf dem Meer rumschippern. Bei so Witterungsverhältnissen. Bräuchte ich, glaube ich, nicht. Das ist dann nichts für meinen Magen. So. Ich meine, ich war ja auch schon mal so im Sturm unterwegs. Ja, also, aber nur quasi in Hamburg mit der Fähre, als wir in schönes Unwetter reingefahren sind. Und der Kapitän dann beim Anlegen dermaßen gegen den Steg gedonnert ist, dass alle von ihren Stühlen abgehoben sind quasi, oder von ihren Sitzgelegenheiten. Jetzt kann ich hier mit dem Fisch wieder nichts anfangen, oder was? Ach komm, hör doch auf. Ach, da ist noch ein Haken. Okay. Irgendwo muss noch einer sein. Jetzt. Okay, alle zufällig erwischt. Jetzt ist die Box natürlich wieder eingefahren. Oh Mann. Ich glaube, der hat nicht gezählt. Das ist irgendwie, da müsste man unbedingt die Tastenbelegung
anders machen standardmäßig vom Spiel, dass nicht Box reinfahren das gleiche ist wie Fisch nehmen oder Fisch ablegen. Ja, da müsste man irgendeine andere Taste machen für die Box ausfahren. Was weiß ich, X, J, keine Ahnung. Wobei X auch Fisch ablegen ist. Wäre auch nicht so optimal. Aber irgendeine andere Taste. Dass man nicht, wenn man hier den Fisch reintut in die Box, auch gleichzeitig manchmal die Box einfährt. So. Okay. Zwei Stück noch. Zwei Stück noch. Dann drehten wir die Heimreise an Richtung Hafen. Ich glaube, das wird dann wahrscheinlich recht angenehm, weil wir mit den Wellen dann so einigermaßen mitfahren können. Vielleicht sind wir sogar ein bisschen schneller beim Hafen dann, wenn die Wellen uns ab und zu mal so einen kleinen, ja, Boost geben. Aber ich würde halt wirklich mal interessieren, normalerweise, ich glaube, Longline wäre echt angenehmer gewesen. Hätte man zwar weniger Fang wahrscheinlich gehabt, wobei muss nicht unbedingt sein. Aber du hättest halt weniger Anfahrpunkte gehabt. Oh Gott. Werden die Wellen wieder größer oder täusche ich mich? Ja, wenn man manchmal dann diese... Es gibt ja so Serien, wo Fischercrews halt mal aufgenommen werden, wie dokumentiert wird, wie halt geangelt wird und so weiter. Gibt es ja so Serien, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hießen, keine Ahnung. Habe ich damals ab und zu mal geguckt gehabt. Und die sind ja wirklich stellenweise bei so Wetter dann auf dem Deck unterwegs hier auf dem Schiff und fischen wirklich. Ich meine, da geht es ja natürlich dann auch um ein bisschen mehr Geld, sagen wir es mal so, oder um reales Geld, um die Löhne von den ganzen Leuten. Da wird dann schon öfters mal das Leben riskiert, bei so Wetter dann auch irgendwie gefischt. Ja, und das ist schon irgendwie krass, dass das Menschen auf sich nehmen. So. Noch ein Netz. Ich weiß jetzt nicht, ob halt die Ausbeute dann reicht, dass wir damit genug Geld bekommen. Ich bezweifle es ein bisschen. Aber wie gesagt, ich werde dann versuchen, nochmal außerhalb von der Aufnahme loszufahren. Mein Ziel ist eigentlich erreicht. Ich hätte gerne in dieser Folge mal Sturm gezeigt. Wir hatten jetzt genug Sturm, glaube ich. Zwar kein richtiges Unwetter. Ich weiß auch nicht, ob Blitzen, Donner und sowas hier schon mit dabei sind. Regen ist auf jeden Fall mit dabei. Schneefall ist mit dabei. Das hatte ich schon hier erlebt. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, wir hatten Regen auch schon in der Folge mit dabei gehabt. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier mal schön Sturm miterlebt mit richtig hohen Wellen. Und somit ist das Folgenziel eigentlich erreicht. So, da kommt jetzt wieder seitlich eine Welle. Ich drehe mich mal so ein bisschen, nehme den Schub mal raus. Dann lassen wir uns hier von den Wellen mal so ein bisschen drehen in Richtung Boje. Und dann hätten wir die schon vor uns. Genau, und haben die auch anhängen. Somit ist das letzte Netz jetzt hier in der, ja, Einholvorrichtung. Wird hier wieder in die Box reingefüllt. Wir tun die letzten Fische noch in die Box schmeißen. Und dann fahren wir noch Richtung Hafen. Da wird halt wirklich eine ultra lange Folge. Ich werde wieder Timestamps setzen, damit man hier das ganze Fischen irgendwie auch überspringen kann. Dann weiß man, was wir am Ende dann für einen Verdienst hatten hier mit der ganzen Fahrt und sieht vielleicht noch am Anfang die Ausfahrt aus dem Hafen bis zu dem Sturm rein. Ich kann es nachvollziehen, wenn man sagt, jo, nö, hier bei dem hohen Wellengang ist mir das irgendwie zu wackelig. Ja, kann ich verstehen, wenn da jemand sagt, nö, das konnte ich nicht gucken, da ist mir schwindelig geworden. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich hoffe, dass in den nächsten Folgen wieder ein bisschen angenehmer wird. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht jedes Mal so Wetter haben, aber laut Steam hat es so geklungen, dass das wirklich recht selten nur vorkommt. Deswegen ist es halt krass, dass wir jetzt einfach direkt hier das Glück oder Pech hatten, so ein Wetterchen hier zu erleben. So, setzen wir doch einfach gerade mal eine Route. Würde sagen, wir fahren wieder mal, ja, wo fahren wir hin? Dorthin, von dort dann vielleicht. Warum kann ich da nie langfahren? Ich weiß es nicht. Dorthin. Ja, da wird überall wieder gesagt, nö, geht nicht. Nö, geht nicht. Nö, geht nicht. Jetzt wieder komplett außen rum scheppern ist halt auch irgendwie wieder doof.
Aber gut, wir brauchen ja Kilometer für die nächste Lizenz. Ich meine, bringt uns jetzt aktuell noch nicht ganz so viel, die nächste Lizenz. Gibt ja keine größeren Schiffe aktuell. Es wird uns dann aber in späterem Early Access Verlauf wird uns das auf jeden Fall ein bisschen helfen. Weil wir dann vielleicht, wenn die größeren Schiffe kommen, direkt loslegen können mit größeren Schiffen. Wenn wir dann auch finanziell dazu in der Lage sind, das ist dann die andere Sache. So, ich würde mal den Autopilot aktivieren. Ich hoffe, dass er das einigermaßen gewuppt bekommt bei dem Wellengang. Aber ich habe das Gefühl, ein bisschen ruhiger wird's wieder, oder? Ich meine, es kann jetzt täuschen, weil wir mit den Wellen mitfahren, wie gesagt, und nicht mehr frontal dagegen. Aber ich habe das Gefühl, es wird schon ein bisschen ruhiger. So, was ist jetzt genau das hier? Search Mode. Ah, es ist der Suchscheinwerfer. Ich kann den hier doch steuern. Das ist was ich eigentlich wissen wollte, damals, als wir den gekauft haben. Ich habe eigentlich gedacht, wir können dann hier vielleicht Dinge bedienen. Wir haben ja hier irgendwo, bei irgendeinem Schiff hatten wir so ein Joystick gehabt. Aber man kann den hier mit bedienen, okay. Also mit der Taste L können wir die ganzen Lichter steuern, alles klar. Cool, dass man halt den Suchscheinwerfer wirklich steuern kann. Das gefällt mir gut. So. Ja, nee, ich glaube, Wellengang ist doch nicht viel angenehmer geworden. Ich habe aber das Gefühl, die Wellenrichtung hat sich gedreht, oder? Naja, gut. Ich bin gerade überlegen, ob ich die Fahrt wieder rauscutte oder nicht. Wie weit müssen wir denn noch fahren? Wir haben noch 5,516 Kilometer. Also ich denke mal, dass wir so ungefähr 20 Minuten wieder brauchen, bis wir zurück sind. Ich glaube, Wellen haben wir jetzt genug gesehen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt noch weiter. Oh je, oh je, oh je. Wieder durchgeschüttelt werden. Ja, ich würde dann einfach mal sagen, ich werde das wahrscheinlich hier rauscutten. Und ja, deswegen schweige ich mal eine Runde. Und wir sehen uns dann gleich in der Nähe vom Hafen wieder. Normalerweise müsste es dann, wenn wir wieder zu den Inseln kommen, ein bisschen ruhiger werden, weil die Inseln ja so ein bisschen Wellengang abfangen sollten. Genau, und wir haben es halt noch ein bisschen hin. Kommen halt auch nicht ganz so gut voran, weil man sieht ja, das Schiff wackelt hier hin und her durch die Wellen. Ja, ich notiere mir die Zeit und dann sehen wir uns in Hafennähe wieder. Dann verkaufen wir die Fische, sehen wir, wie viel Geld wir haben. Und dann entscheiden wir, wie es dann weitergeht. Genau. Also, bis gleich. Sollte natürlich irgendwas passieren, dann geht es natürlich hier wieder ganz normal weiter. Genau. So, jetzt bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Nach einer ganz wilden Rückfahrt. Wir haben noch im bisschen Weg vor uns. Ja, wir sind jetzt hier mittlerweile wieder zwischen den kleinen Inseln unterwegs, kommen jetzt so langsam unserem Heimathafen näher und es war wirklich noch eine wilde Rückfahrt. Die Rückfahrt hat jetzt auch bis jetzt schon, obwohl wir noch recht weit vom Hafen weg sind, ja, wenn man mal hier so auf die Karte guckt, ich bin jetzt nur hier quasi den Weg entlang geschippert mit dem Autopilot, waren wir jetzt doch fast eine halbe Stunde unterwegs für die Rückfahrt. Heftig, den meisten Weg ist das Schiff hier quer gefahren, ja, durch den Autopilot. Der hat die ganze Zeit versucht, irgendwie die Wellen auszugleichen. Wir sind schräg die ganze Zeit von den Wellen hier Richtung Heimathafen gedrückt worden. Es ist sonst eigentlich nichts mehr passiert, außer dass halt immer noch der Wellengang ziemlich hart ist. Obwohl wir jetzt hier zwischen den Inseln unterwegs sind. Es ist zwar nicht mehr so schlimm wie auf dem offenen Meer, aber man wird hier doch noch ordentlich durchgeschüttelt, wie ihr seht. Ja, war noch richtig unangenehm, die Heimfahrt. Man wurde wirklich nochmal richtig durchgeschüttelt. Das Schiff ist ständig schräg durch die Gegend gefahren. Ja, 45 Grad Winkel sind wir der Linie entlang gerutscht. War schon echt unangenehm. Aber gut, wir haben es jetzt bald geschafft.
Wir können auch gerade nochmal schauen, wie viel Fisch wir jetzt insgesamt haben. Ich glaube, das haben wir jetzt gar nicht gemacht gehabt, als wir aufgebrochen sind. Ich wollte einfach nur noch Richtung Heimathafen. Wir haben jetzt hier 3,6 Tonnen einmal dort, dann nochmal hier 10,8 Tonnen, 13,3 Tonnen nochmal hier, 2 Tonnen, 6,5, 8,9, 3,4, 12,7 und 47,6. Ich denke mal, dafür werden wir einiges kriegen. Hoffen wir es einfach mal. Ob es reicht, dass wir fast die 7 Millionen erreichen, ich bezweifle es ein bisschen. Ich werde wahrscheinlich nochmal rausfahren müssen. Aber wenn ich das außerhalb von der Aufnahme mache, dann spule ich so lange die Zeit vor, bis kein hoher Wellengang mehr ist, damit man einigermaßen ordentlich rausfahren kann, ohne dass einen irgendwie schwummerig wird. Genau, ja, war schon echt jetzt eine Herausforderung. War schon echt eine Herausforderung. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie es sich verhält, wenn man hier ja, die Netze einfach tagelang im Wasser lässt. Wow, also hier ist gerade nochmal richtig heftiger Wellengang. Gut, wir sind jetzt auch wieder ein bisschen weiter weg von den kleinen Inseln. Beziehungsweise von hier können die Wellen auch schön reinströmen. Ich meine, die kommen so aus der anderen Richtung, deswegen nicht ganz so nachzuvollziehen, warum die Wellen da gerade so hoch sind hier. Aber gut, natürlich, wenn starker Wind ist, können die hier auch schon wieder eine ordentliche Höhe haben. Naja, was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Ach nee, ich weiß halt nicht, ob die Netze, wenn die tagelang im Wasser sind, ob das irgendwelche Nachteile hat oder noch nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich weiß es nicht. Müssen wir vielleicht irgendwann mal ausprobieren. Ich wollte es jetzt einfach nicht ausprobieren. Nicht, dass wir jetzt im Sturm da rumkämpfen und dann ist alles irgendwie da umsonst oder so. Ja, na gut. Wir haben trotzdem einige Fische rausbekommen. Ja, einige Tonnen. Hoffe, dass wir dafür auch guten Lohn bekommen oder gut Geld bekommen. Wäre schon echt schön, wenn sich das gelohnt hätte, der ganze Aufwand. Oha. Ich glaube, ich muss da gleich nochmal ein bisschen Schub rausnehmen. Weil das wird hier gerade nochmal richtig unangenehm. Wir fliegen hier gerade stellenweise richtig wieder durch die Gegend. Na gut, ich behalte die ganze Situation hier gerade nochmal im Auge. Okay, hoch, runter, das geht noch. Solange wir nicht hier wieder ganz weit durch die Gegend fliegen. Aber normalerweise müsste der Wellengang jetzt wirklich gleich mal ruhiger werden. Wir haben hier, wie gesagt, Inseln. Also der Wind kommt ja anscheinend so aus der Richtung gerade. Die Wellen kommen aus der Richtung ungefähr. Hier sind überall Inseln. Die müssten eigentlich... Oha, da kommt was Hohes. Ich nehme mal ein bisschen Schub raus. Sonst fliegen wir hier wieder durch die Gegend. Genau, direkt wieder runter. Und wieder Gas geben. Ja, richtig ordentlich. Also richtig ordentlich. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Umsetzung von Sturm hier in dem Spiel findet. Also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall eine ultra harte Herausforderung, gerade wenn man hier am Fischen ist. Fast unmöglich, muss man sagen. Alter, das wird ja immer schlimmer hier. Das wird ja immer schlimmer wieder. Was geht denn jetzt ab? Ja gut, kann natürlich auch sein, Hafennähe ist vielleicht, ja, das Wasser nicht mehr ganz so tief, dass sich da die Wellen irgendwie höher auftürmen. Das kann natürlich wieder sein. Aber das ist halt jetzt gerade wieder ultra heftig. Ihr seht es ja auf dem Autopilot, der Autopilot steuert noch, er versucht irgendwie es zu schaffen hier auf der Linie zu bleiben, aber gerade bei dem Wellengang, wir kommen gar nicht mehr so wirklich voran. Ja, nee, auf jeden Fall finde ich, diese Sturmumsetzung ist schon echt krass gemacht. Ich möchte jetzt hier nicht mit einem kleinen Paddelboot unterwegs sein. Selbst mit dem Schiff hier, ja, ist es doch schon eine ultra harte Herausforderung, die aber auf eine gewisse Art und Weise echt Spaß macht, aber man darf halt echt nicht seekrank werden, auch wenn mir die ganze Zeit so durchgeschüttelt wird. Oha, das ist schon echt krass. Was mir halt, wie auch schon draußen beim Fischen angemerkt, halt noch ein bisschen fehlen würde, ist hier, ja, dass einen total das Wasser an die Scheiben peitscht. Ja, oder wenn das Schiff jetzt mit der Schnauze, mit der Nase vorne im Wasser versinkt, dann bildet sich wie so eine Wasserwand um das Schiff rum und es kommt kein Wasser so wirklich auf das Schiff drauf. Ja, das sind noch so kleine Details, die würde ich cooler finden, wenn dann halt so richtig das Wasser über das Schiff schwappt, ja. Wasser an die Scheiben dran platscht, dass man die Scheibenwischer anmacht und so weiter. Würde ich persönlich sehr begrüßen. Ansonsten, so vom Wellengang her,
schon ultra beeindruckend. Schon ultra beeindruckend. Und man merkt halt auch richtig, wie das Schiff am Kämpfen ist. Du wirst halt hier richtig durch die Gegend geschüttelt. Du lenkst nach links und das Schiff treibt nach rechts dann ab oder so. Es ist einfach ultra krass. Also das ist schon mal wirklich sehr cool gemacht. Ja, eine Sache, die man jetzt hier im Early Access wieder miterlebt hat von diesem Spiel, dass das Wetter hinzugekommen ist. Ja, man weiß jetzt, wie es ohne dieses Wetter ist. Man weiß jetzt, was für einen krassen Unterschied einfach diese Wetteränderungen jetzt hier machen können. Wieder ein Punkt, wir hatten ja am Anfang der Folge über Early Access Titel gesprochen, wo ich sagen muss, jo, ich bin richtig froh drum, dass ich zu diesem Zeitpunkt bei diesem Spiel hier eingestiegen bin. Ärgert mich ein bisschen, dass ich nicht schon vorher mit dabei war. Ja, ich habe ein bisschen gehadert beim Kauf von diesem Spiel, weil ich halt Schiffssimulatoren nicht so wirklich am Hut hatte. Ich hatte ganz früher, habe ich ja auch schon erzählt, hatte ich mal einen Schiffssimulator gehabt oder zwei Schiffssimulatoren. Aber hat mich halt nie so richtig gecatcht gehabt. Aber hier muss ich sagen, es macht schon richtig Bock auf eine gewisse Art und Weise. Ich spiele das Spiel jetzt hier auch schon seit 2 Stunden und 15 Minuten ungefähr. Was halt auch richtig krass ist. Ja, dass du so lange irgendwie in so einem Spiel festhängst und einfach nicht von loskommst. Beziehungsweise klar, man hat halt hier die Fahrten. Aber trotzdem. Aber es ist halt jetzt nach einer Zeit irgendwann anstrengend. Wenn du jetzt halt 2 Stunden lang diesen heftigen Wellengang ungefähr hattest, dann wird es halt anstrengend. Aber jetzt sind wir im Hafengebiet. Jetzt sind wir im Hafengebiet und man merkt direkt, wie die Wellen kleiner werden. Da hinten geht es richtig rund, ihr seht's ja. Und dann kommt man hier in das Hafengebiet rein. Und es wird total ruhig. Wir haben es geschafft. Aber wenn man da hinten die Wellen noch sieht jetzt, wow. Wir haben es geschafft. Puh, es ist jetzt nach 2 Stunden 15 Minuten eine Erleichterung, wieder etwas ruhigeres Gewässer zu haben. Ich hoffe halt jetzt wirklich nicht, dass ständig irgendwie dieser Sturm hier herrscht. Ich hoffe, dass es halt sowas auch wie Gewitter gibt. Weiß ich jetzt noch nicht, ob das hier mit dabei ist. Auf einem Bild hat man es schon gesehen, es sah aber irgendwie gefotoshoppt aus. Kann sein, dass man das einfach so ein bisschen hinterlegen wollte, dass es jetzt Sturm gibt, dass es halt jetzt so aus oder ja, dass halt jetzt so Wetterwechsel mit dabei sind. Wir werden es aber wahrscheinlich dann irgendwann erleben. Ja, wir werden uns dann sowieso, wie gesagt, das letzte Serviceboot noch kaufen. Vielleicht auch noch das große Frachtboot, müssen wir dann mal schauen. Und dann, ja, wird dieses Spiel wahrscheinlich auch nicht mehr jede Woche kommen, sondern wenn es dann halt auch wieder Updates gibt wahrscheinlich. Wenn wir das dann einfach so machen, so Autopilot ist jetzt schon deaktiviert, habe ich jetzt einfach mal mit der Taste P gemacht. Ja, wenn dann einfach den Early Access so ein bisschen im Auge behalten, ab und zu reinschauen, es kommen ja noch größere Schiffe dazu. Ich denke mal, so Größen werden dann bestimmt auch noch locker mit dabei sein, denke ich mal. Mit so Schiffen hast du wahrscheinlich weniger Probleme bei so einem Wellengang wie eben gerade, aber mit so einem kleinen Schiff hier war das jetzt echt mal eine krasse Herausforderung, 2 Stunden so einen Wellengang zu haben. Mein Magen ist einigermaßen stabil, mir wurde es nur leicht schwummerig mal an der einen oder anderen Stelle. Ansonsten hat alles geklappt. Ja, wir haben es irgendwie geschafft. Ja, wir sind da. Wir haben es geschafft. Wir sind angedockt. Einmal tief durchatmen, Luft holen, alles ausschalten und vom Bord gehen. Oh, endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Es wackelt nicht mehr. Boah, ist das gerade angenehm. Schön. Na gut, wir verkaufen jetzt noch die Fische, damit wir auch das Endergebnis sehen. Und dann sehen, ob sich diese Fahrt im Sturm gelohnt hat. Nee, nicht sogar. Also hat sich schon gelohnt. Wir haben fast 2 Millionen verdient. Braucht man nicht jammern. Es fehlt aber noch ein bisschen was. Also ich werde noch einmal rausfahren müssen. Dann haben wir auf jeden Fall, wenn ich zweimal die Netze nochmal rausschmeiße, privat. Ich hoffe, ich komme dazu. Falls ich zeitlich nicht dazu komme, müssen wir das dann halt auch nochmal in der Folge machen. Ich versuche es aber so zu machen, dass es hinhaut. Ja, dass wir dann hier durchstarten mit dem Serviceboot. Ich kann es aber nicht versprechen, wie gesagt. Weil, wenn ich jetzt wieder rausfahre, kostet es mich halt auch wieder 2 Stunden ungefähr. Und, ja, weiß ich halt nicht, ob ich das schaffe, aber gut. Ja, 6.950.000 brauchen wir. 6.304.000 haben wir jetzt. Ist trotzdem schon mal ordentlich Geld, was wir hier haben. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir viel länger brauchen, um so viel Geld zu verdienen. Ja. Gut. Da ist unser Schiff, wird immer noch ein bisschen durchgeschüttelt.
aber hat sich ganz gut geschlagen bei dem Wetter. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, dass euch diese sturmreiche Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass euch allen nicht seekrank oder dass ihr nicht seekrank geworden seid. Ich hoffe, dass euch nicht schwindelig geworden ist oder übel geworden ist. Ich hoffe ja, dass wir jetzt nicht jede Folge so eine Fahrt irgendwie vor uns haben. Da hinten sieht man immer noch die Wellen. Aber war jetzt auf jeden Fall mal ein krasses Erlebnis. Genau. Ja. Dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Link zum Discord-Server findet ihr übrigens in der Videobeschreibung unter dem Punkt Social Media. Da findet ihr einen Linktree. Wenn ihr da draufklickt, öffnet sich eine Seite, wo dann alle möglichen Kanallinks aufgelistet sind. Unter anderem halt auch der Discord-Server-Link. Ja, und falls ihr auf der Suche seid nach Spielen, könnt ihr gerne nochmal in die Videobeschreibung reinschauen. Dort findet ihr ganz oben einen Affiliate-Link, führt euch zu Instant Gaming. Dort könnt ihr euch günstig und legal Spiele kaufen. Und falls ihr gerade was auf Amazon kaufen wollt, könnt ihr auch gerne nochmal auf den Linktree draufklicken oder in der Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr auch einen Affiliate-Link, der euch zu Amazon führt. Dort könnt ihr quasi auch den Kanal dann unterstützen, wenn ihr über diesen Link Dinge kauft, genau. Ja, außerdem, ich weise einfach nochmal gern auf den Merchandise-Shop von dem Kanal hin. Ja, neben oder unter dem Video sieht man, glaube ich, ein paar Produkte aus dem Shop. In der Videobeschreibung findet man auch einen Link zu dem Shop. Und wenn man auf der Kanal-Hauptseite nochmal schaut, dort findet man auch einen Shop-Bereich. Da kann man auch den Kanal wunderbar unterstützen. Was geht denn mit unserem Schiff ab? So hoch sind die Wellen doch gerade gar nicht. Ja, da kann man auf jeden Fall auch den Kanal unterstützen und hat dann auch was Schönes in toller Qualität in der Hand. Genau. Ja, dann vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.